Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Theme Park News Video. Heute gibt es wieder einige kleine Updates und das ein oder andere, was auch nochmal neu dazugekommen ist, das man neu ankündigen kann, was uns die nächste Zeit in den Freizeitparks dieser Welt so erwarten wird. Und als allererstes gibt es ein Update, ein weiteres zu Walibi Roar Alp. Und in Walibi Roar Alp wird ja bekanntermaßen, das hatten wir glaube ich sogar schon im letzten News-Video, auf jeden Fall in einem der davor, und es gab da schon vor Ewigkeiten ein Video zu, ein Infinity Coaster der Firma Gerstlauer Amusement Rides 2019 eröffnen. Und das Ganze hat jetzt auch einen Namen bekommen, und zwar Mystique. Und Mystique hat nicht nur einen Namen bekommen, sondern ein weiteres Artwork, was die Bahn von außen zeigt. Das ist natürlich auch sehr schön. Aber jetzt kommt das Ding, was mich mega überzeugt, was ich richtig, richtig gut finde. Und es gibt nämlich ein Artwork von der Station und vor allen Dingen vom Zug. Und guckt euch mal diesen Zug von vorne an. Wie geil ist das denn bitte? Also das finde ich richtig gelungen. Und das macht für mich Mystique irgendwie noch viel, viel, viel spannender für nächstes Jahr. Wahnsinnsbahn finde ich richtig, richtig gut. Und wenn ihr die fahren wollt, kann ich euch übrigens die FKF-Tour ans Herz legen, die nach Frankreich geht. Denn es geht auch zum Walibi Roar Alp. Aber nicht nur dorthin, sondern auch zum Parc Saint-Paul, der sich ja aus diversen Gründen eh lohnt, dass man diesen Park besucht. Zu beiden Parks gibt es übrigens auch, wenn ihr wissen wollt, was es noch so geht, Parkchecks hier auf dem Kanal. Und der Parc Saint-Paul wird 2019 auch eine Neuheit eröffnen. Und zwar Dino Disco. Und wie ihr es wahrscheinlich schon erahnen könnt, also keine Disco, sondern Disco, ist das Ganze ein Samperla Disco Coaster. Kein Samperla Disco oder kein Samperla Mega Disco, sondern ein Samperla Disco Coaster. Das bedeutet, diese große drehende Scheibe, die über eine Strecke fährt, mit einer Wellenform drin, die aussieht wie ein gigantisches W, und dabei dreht sich das ganze Ding. Kennt ihr aus dem Movie Park Germany zum Beispiel als Crazy Surfer und aus diversen anderen Parks auch. Gibt es dann ab 2019 auch im Parc Saint-Paul in Frankreich. Auch eine kleine weitere, eigentlich ziemlich große Neuheit 2019 ist im Erlebnispark Trips drin zu erwarten. Und zwar der Erlebnisspielplatz, und der wird halt wirklich gigantisch groß. Bekommt 9 verschiedene Bereiche, 250, ohne Quatsch, 250 Spielelemente und das Ganze auf 1400 Quadratmetern. What ist da los? Seht euch dieses Artwork an, wie gigantisch das ist, und gebaut wird das Ganze von der Firma Eibe, und finde ich auf jeden Fall krass und sieht super interessant aus, sieht spannend aus und passt natürlich super zu Trips drin, weil Familienpark mit Kindern und so weiter und so fort. Nicht so weit weg davon und auch ein Park für die komplette Familie ist ja der Europa-Park. Und der Europa-Park konnte ganz, ganz knapp seinen Besucherrekord 2018 nochmal steigern oder neuen Besucherrekord halt erzielen. Hat im Vergleich zu 2017 aber jetzt nicht so übertrieben, deswegen halt wirklich nur knapp ein paar Besucherleinchen mehr, wahrscheinlich Uschi und ich im Winter. Und zwar waren es auch letztes Jahr wieder 5,6 Millionen Gäste, die der Europapark begrüßen konnte, was eine wirklich krasse, beeindruckende und wahnsinnige Zahl ist. Und das, obwohl es den großen Brand im Park gab und es halt diesen unfassbar, unglaublich langen, heißen Sommer gab. Und das ist auf jeden Fall dann trotzdem ein paar Besucher mehr zu kriegen, ist schon eine sehr stabile Leistung. Und gehen wir jetzt noch weiter südlich nach Italien. Dort gibt es direkt am Gardasee die Movieland Studios. Wahnsinnspark, feiere ich ja immer wieder, gab es ja zig Videos hier auf dem Kanal zu. Und zum Beispiel auch zu der Attraktion Kids Super Jet, ein Jet Boat Ride, der übertrieben ist und schnell ist. Und 2019 wird es da eine Erweiterung quasi geben, und zwar wird es Kid Mini Jet geben. Neben Kid Super Jet gibt es dann Kid Mini Jet, sieht ein bisschen auch so aus, das Boot, oder beziehungsweise halt die Boote werden angepasst an das Kid Super Jet Design und halt dann Kid, und das ist ein bisschen eine Mischung aus Kid und Cars, und das vereint zu einem Boot. Und das Ganze werden halt kleine Boote, die man selbst fahren kann, die man selbst steuern kann, die statt 15 Plätze wie in den großen Booten nur 2 Plätze haben und in der Nähe von Kids Superjet steht, damit die Kinder eine kinder- und familienfreundliche Variante der
unfassbar krassen Attraktion genießen können. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, das gab es ja auch als Review schon. Oder ihr seht es in dem Parkcheck. Und das ist eine super coole Idee. Das sage ich ja auch voll oft, dass ich es voll sympathisch und nice finde, wenn du neben einer großen, beeindruckenden Attraktion das Gleiche als Pendant nochmal für die Kinder hast. Beste Beispiel Huracan im Belantis und Huracanito daneben. Oder was mir mal irgendwie sehr zusagen würde, wäre halt ein Topspin Vitalokan und daneben stellst du dann einfach so ein dieser Mini-Topspin in der gleichen Thematisierung. Oder hier, wie heißt denn dieser Long John Don Tower, 100 Meter Funtime, Freefall Tower im Nikloland und daneben gibt es das Ganze nochmal von Zira mit dem Family Drop Tower. Sowas finde ich super. Oder Scream und Screaminator, meine Park. Ich weiß nicht, aber es gibt ja unzählige Beispiele für sowas. Sowas mag ich. Und so macht man das da auch. Und dann bekommen die Movieland Studios auch noch einen weiteren neuen Parkeingang. Es gibt halt nicht den Haupteingang, aber einen Parkeingang. Der hat so Highway Interstate Schilder als Parkeingang. Sieht aus wie eine Straße dann halt und ist hier mit Carnival World, mit dem Wasserpark und so ausgeschildert. Das Ganze kommt weg, damit geht eine Ära zu Ende und dafür kommt ein neuer Eingangsbereich, der sehr majestätisch werden wird. Und kommen wir dann jetzt noch zum Freizeitland Geiselwind. Das Freizeitland Geiselwind wird jetzt im Jahre 2090 50-jähriges Jubiläum feiern. Und das reicht ja nicht, dann gibt es ganz, ganz viele neue Attraktionen. Unter anderem wird aber erstmal auch Cobra, The Lost Kingdom Coaster neu thematisiert, beziehungsweise weiter thematisiert. Und eine weitere Kirmes-Achterbahn zieht ja auch in Geiselwind ein. Und zwar, ja, Black Hole, ein Zierer-Flitzer, wird dann Dragon Hole und im neuen asiatischen Themenbereich angesiedelt werden. Und neben Dragon Hole gibt es dann aber auch den Spieltempel im Asia-Stil, was dann halt ein Kinderspielhaus sein wird. Und es gibt auch ein Artwork von einer Frisbee, was halt auch ein bisschen so Kirmes-mäßig ist. Und so wie ich das jetzt auf den Artworks deute, gehört das dann auch noch zu dem ganzen Arte-Bereich und wird Auge des Drachens heißen. Und was wir euch ja schon in einem der letzten Videos auch erzählt haben, dass der 4D-Film Happy Feet zum Freizeitland Geiselwind kommt. Und der kommt ja auch in das alte 4D-Kino. Das wird neu gestaltet und wird dann Quadroscope 4D heißen und bekommt halt auch eine neue Front. Und auch der Eingangsbereich wird umgestaltet und wird einen neuen Look bekommen. Holla die Waldfee, es gibt im Geiselwind echt viel zu tun und man birgt sich immer mehr Arbeiten noch zusätzlich auf. Aber so viel dazu. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, dieses Jahr auch wieder hinzufahren, so wie letztes Jahr, um euch zu zeigen, was sich alles ändert. Aber das war jetzt nochmal so ein kleiner News-Abriss, was es alles so jetzt wieder an Neuigkeiten gibt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel los. Ich versuche euch so gut es geht über alles zu informieren und damit ihr auf dem Laufenden bleibt, solltet ihr auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Jeden Tag 18 Uhr gibt es ein neues Video und ich bin jetzt raus. Eure Meinung zu diesen News gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, einen schönen Start in das neue Jahr, falls ihr vorher noch nicht zugeguckt habt und bis dann, euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Peace.